Darf man fragen, woher die Herren kommen? Und wohin die Reise weitergeht? Immer nach Westen. Sagen wir, der Sonne nach, der Wärme. Ich verstehe. Unabhängige Gentlemen. Sie kannten meinen Namen. Darf man fragen, wo Sie von mir gehört haben? Manila. Von einem Mann, mit dem wir ein Spielchen machten im Hotel Castillo. Ach, ich habe keine Freunde in Manila. Er war auch nicht Ihr Freund. Er sagte, Sie hätten ihn verleumdet. In Bangkok. Dort hatten Sie doch seinerzeit eine Table d'Hôte. Ja, ja, gewiss. Eben deswegen bin ich hier. Das passt mir gut. Sie haben abends viele Gäste? 20, 30 Gedecke. Es könnten mehr sein, wenn die Leute nur einsehen würden, was gut für sie ist. Hoffentlich keine Frauen in Ihrem Hotel. Was meinen Sie damit? Was für Frauen? Da ist natürlich Frau Schomberg. Ja, wenn sie sich nicht blicken lässt, soll es gut sein. Ich kann Frauen nicht ausstehen. Da wird mir speiübel. Ihr Zimmer, Sir. Ja, danke. Ist noch was? Verzeihung, welchen Namen darf ich in meine Bücher eintragen? Mein Name, sagen wir einfach Mr. Jones. Ja, schreiben Sie das. Und Tourist, komme aus Kolumbien und der andere... Ricardo, Privatsekretär, Staatsangehörigkeit britisch. Alle Rechnungen an mich, Mr. Schomberg, aber Sie legen es aus. Schomberg konnte nach 3 Wochen beim besten Willen nicht mehr den bohrenden Verdacht verdrängen, dass es sich bei seinen Gästen um Verbrecher handelte. Es war ihnen gelungen, seine Table d'Hôte als Köder für ihre Glücksspiele zu missbrauchen. Nach langem Zögern brachte der Hotelier seine Frau dazu, das Gepäck dieser Leute zu untersuchen, während sie in der Bar saßen. Nach einer Stunde entsetzlicher Angst kehrte sie mit der Nachricht zurück, dass sie in einem Koffer mehrere Messer und Revolver gesehen hatte. Und sie schloss zitternd und völlig verängstigt ihren Bericht mit der Aufforderung: »Du musst etwas tun, Wilhelm.« Schomberg wartete geduldig am Abend, bis die letzten Gäste gegangen waren. Dann fasste er sich ein Herz. »Heiße Nacht, meine Herren. Sie nehmen wohl noch einen Drink mit mir.« Bevor Sie sich zurückziehen. Cheers, Gentlemen. Cheers.